Wir sind hier jetzt gerade beim Aufbau für heute Abend. Ja, und es läuft noch jetzt ein bisschen langsam alles, aber gleich geht's los und dann kann der Abend heute Abend einfach nur gut werden und ich freue mich drauf. Man stimmt halt seine Geräte vorher, damit es nicht falsch klingt auf der Bühne, weil die verziehen sich die Seiten. Jennifer Braun bei uns im Studio. Eigentlich dachte ich ja, Jennifer, dass Bela mit der Big Band auftritt, aber du bist es. Herzlich willkommen an die Big Band von Jennifer Braun. Rewind mit Jenny im Sendesaal hier im Hessischen Rundfunk. Wie hat sie sich verändert, seit sie im Fernsehen war? Oh, hat neue Klamotten, aber sonst ist nicht viel passiert. Ist noch hübscher. Und immer noch so nett wie vorher, ja, oder? Ja, klar. Jennifer, hat sich für dich denn was verändert? Nee, alles nach wie vor mit mehr Stress. Noch mehr Stress? Was heißt noch mehr Stress? Also, ja. Ist doch aber schön, dann auf einmal so einen Stress zu haben. Davon träumt man ja dann auch immer, oder? Ja, es ist ein schöner Stress. Jetzt kommen ja zum Beispiel neben den Auftritten kommen ja auch noch so Sachen dazu wie VOG-WM. Es ist übrigens, ich muss Ihnen das gerade mal sagen, nein, so voll nicht. Gerade im Studio, dass Jürgen bei mir auf dem Schoß sitzt. Das ist wirklich so, das ist ein das gutes stimmt. Gefühl. Ja, 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 ja. Aber Jennifer, dir macht schon auch alles Spaß. Also singen und dann auch, wie gesagt, nur so Auftritte wie VOG-WM, da haben wir dich ja auch gesehen. Ja, nee, es macht alles nach wie vor Spaß. Ich habe die Band vermisst, jetzt sind wir wieder vereint und ja, ist super und ich freue mich auf jeden Gig. Habt ihr die Band denn so ein bisschen Angst gehabt, wenn sie jetzt gewonnen hätte, dass sie dann alleine ohne euch weitermacht? Gab es da so Bedenken? Ja, Angst nicht. Klar, Bedenken hat man da schon, aber ich denke mal, jeder von uns hätte ihr das auf jeden Fall gegönnt. Mhm. Aber ihr hattet so während den Fernsehsendungen die ganze Zeit auch Kontakt, oder? Ja, ja, klar. Wir sind auch mitgefahren und telefoniert und ja, alles Mögliche. Ich war aber ganz goldig und habe, bevor ich irgendetwas unterschrieben habe, direkt gefragt, ob ich, selbst wenn ich gewinnen würde, auch mit meiner Band dann weitermachen möchte. Und als sie Nein gesagt haben, hat sie gesagt, egal. Taking my chances to make you feel happy. There's one thing I want you to know.